Hey ho, ich bin Michi und heiße euch herzlich willkommen. Nein, heute mal nicht zu einer neuen Folge Games and Politics, sondern zu einer Folge Games and Petition, also Petition. Denn in den letzten Wochen habe ich mal wieder gelesen, dass Electronic Arts, der Entwickler der FIFA-Fußball-Videospiele, gerne Frauenfußball in sein Spiel integrieren will, wenn dies nur genug gefordert wird. Und darum geht's in diesem Video, eine Petition für Frauenfußball in den FIFA-Spielen. Wenn ihr gerade wenig Zeit habt und sofort zur Petition wollt, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich liebe Fußball, bin oft im Stadion meiner Lieblingsmannschaft, kicke natürlich auch gerne selber und spiele auch sehr gerne virtuellen Fußball. Wobei ich meine Spielstatistik bei FIFA 14 schon langsam echt bedenklich finde. Zumindest schaue ich mir auch sehr gerne Frauenfußball an. Gerade die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist ja auch wirklich sehr erfolgreich und es gibt auch viele gute Vereine. Nur spielen kann ich diese ganzen erfolgreichen Fußballerinnen in der virtuellen Welt leider nicht. Denn in FIFA gibt es nur Männerfußball. Jetzt schieß schon. Komm, zieh ab, los. Ach, das war knapp. Hui. Auf jeden Fall fände ich es cool, wenn es in den Videospielen auch die Möglichkeit geben würde, Frauenfußball zu spielen. Dabei sollten nicht einfach nur weibliche Texturen über die bestehenden Figuren gezogen werden, sowas müsste schon professionell gemacht werden. Bewegungsabläufe von Fußballerinnen müssten mit Motion Capturing eingefangen werden, auch taktisch ist Frauenfußball teilweise etwas anders als Männerfußball. Letztes Jahr habe ich ja schon ein Interview mit Ralf Anheier von EA Deutschland über die Möglichkeit von Frauenfußball in FIFA geführt. Hier der Link dazu. Darin hat mir der EA-Sprecher gesagt, dass es schon möglich sei, Fußballerinnen ins Spiel zu integrieren und die Originallizenzen und Namensrechte auch wohl nicht so teuer sind. Aber EA sträubt sich eben noch, weil für sie natürlich Kosten entstehen. Doch ich denke, es ist Zeit für virtuellen Frauenfußball, denn Frauenfußball ist heute Normalität. Der DFB zählt über 750.000 Frauen und 335.000 Mädchen bis 16 Jahren zu seinen Mitgliedern. Bundesweit gibt es über 5.800 Frauen- und 7.000 Mädchenteams. Zudem wird Frauenfußball immer populärer. Und mal ganz ehrlich, wirklich große Innovationen gibt es bei der FIFA-Reihe seit Jahren nicht. Da wäre Frauenfußball doch mal etwas wirklich Neues. Daher habe ich eine Petition aufgesetzt, mit deren Unterzeichnung ihr von EA einen zusätzlichen Frauenfußballmodus in den FIFA-Spielen fordern könnt. Die URL zu der Petition findet ihr jetzt hier eingeblendet und den Link zum einfachen Draufklicken, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich würde mich wirklich sehr über eure Unterzeichnung freuen. Das wäre echt klasse. Und was dann auch ganz wichtig ist, verbreitet die Petition, die dazugehörige Website und dieses Video weiter, damit wir das Ziel von 20.000 Unterschriften in den nächsten Monaten erreichen. Das ist wirklich nicht wenig, aber ich denke, wir können das echt schaffen. Die gesammelten Unterschriften übergebe ich dann nach Ablauf der Zeichenfrist an EA und hoffe dann, dass sie ihre Aussagen wahrmachen. Ich meine, das wäre doch echt was, ein neuer, interessanter Spielmodus in FIFA. Cool. Über den aktuellen Stand der Unterschriftensammlung erfahrt ihr dann auf der Petitionswebsite mehr und natürlich halte ich euch auch auf Twitter, der Games and Politics Facebook-Seite und natürlich auch in meinen kommenden Videos auf dem Laufenden. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eure Unterstützung und stellt euch einfach mal vor, wenn viele Leute unterschreiben, die ganzen Unterschriften dann EA übergeben werden und die dann wirklich sagen, okay, wenn so viele Leute das wollen, dann machen wir das und entwickeln jetzt Frauenfußball für unsere FIFA-Spiele und in ein paar Jahren sitzen wir dann vor unseren Konsolen oder dem PC und sagen, yes, wir haben dafür gesorgt, dass wir jetzt Frauenfußball in FIFA zocken können. Das wäre echt cool. Daher werdet aktiv, unterzeichnet die Petition und ja, seid Teil des Projekts. Ich zähle auf euch. Tschüss!